Hallo liebe Community und willkommen zur zweiten Folge von Minecraft hier bei Bibas Playtime. Ja, wir sind genau an der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Allerdings gibt es bei diesen Folgen einige Besonderheiten. Ich habe dieses Video aufgenommen und hatte dabei mein Mikrofon gemutet. Deswegen wird diese Folge nachsynchronisiert, also nachbesprochen. So, dann machen wir hier jetzt mal einen... Was haben wir da gebaut? Eine Steinaxt, glaube ich. Ne, wir haben das Fleisch rausgenommen. Genau, das Fleisch. Jetzt werden wir erstmal das Fleisch essen. Und, ne, dann werfen wir die Axt, die Spitzhacke nochmal weg. Nein, die wollte ich nicht wegwerfen. So, jetzt habe ich noch genug Steinäxte. Ja, habe ich noch. Genau. Dann, wo baue ich jetzt ab? Ist es noch Tag? Ist es Nacht? Mal nachschauen. Da kann ich nichts erkennen. Nein, es ist noch dunkel draußen. Okay, dann machen wir das ganz schnell wieder zu, bevor hier ein Zombie auftaucht. Zack, das kommt dahin, das kommt dahin. So, dann will ich jetzt mal weiter abbauen. Und zwar bauen wir da ab. Und das. So, das Ganze wird jetzt ein bisschen abgebaut. Ja, solltet ihr mehr von Minecraft sehen wollen, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Oder gebt überhaupt mal ein Feedback, ob das euch gefällt, wie es euch gefällt. So, jetzt überlege ich gerade, wie ich das bauen kann. Da ist die Spitzhacke kaputt gegangen. Ist natürlich richtig doof, aber was soll man da machen? So, neue Steinspitzhacke ausgewählt und weiter. Ja, hier und da ein bisschen Stein abbauen, damit der Keller schön ausgebaut wird, beziehungsweise der Keller des Gebäudes. Da Sandstein. So, das. Der Block da bleibt stehen als Lampe. Oberen Baum ab, genau das, so und so. Da ist schon wieder Sandstein. So und das weg und das kommt auch weg. So, genau. Jetzt kommen da. Oh, da hört man einen Zombie. Den hört ihr jetzt vielleicht nicht, wenn ich den Ton drüber lege, aber man hört auf jeden Fall einen Zombie gerade. So, da und da kommen Lampen dran. Jo. Jetzt bauen wir da mal ein bisschen ab, dass wir das zur Seite hin ausbauen. Ja, wie gesagt, also das ist eine klassische Minecraft-Folge, also ohne irgendwelche Mods und irgendwelche grafischen Aufwertungen, einfach ganz normales Minecraft, aber das macht mir am meisten Spaß. Natürlich. Oh, da fällt der Sand runter. Das heißt, wir sind da oben schon an der Oberfläche. Okay, das hat nicht so gut funktioniert, wie ich das mir gedacht habe. Dann jetzt. Genau, da oben ist das Ende. Das heißt, wir können da einfach den Sand weggraben. Genau, da werde ich die Außenmauer hinbauen. Oh, da hat der Graf einen Sandstorm, hat einen Grafikfehler, der pixelt immer hin und her. So, genau. Und da werden wir jetzt einfach eine Mauer hinbauen, damit das die Innenmauer des Gebäudes wird. Zack, 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 zack. Genau, das wird also die Steinmauer. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe auch in nächster Zeit vielleicht einige videotechnische Überraschungen für euch, beziehungsweise kleine Besonderheiten. Aber das muss ich noch abklären mit einigen anderen Personen, ob ich diese Videos hochladen darf oder nicht. Sollte ich diese Videos hochladen dürfen, denn ich bin ja auch in diesen Videos zu sehen, gibt es ein paar kleine Besonderheiten. Aber das, wie gesagt, muss ich erst mit den anderen Personen, die in diesen Videos sind, zu sehen sind, absprechen. Und dann werdet ihr die Videos sehen. Jawohl. So, dann jetzt. Da ist schon wieder Sand runtergefallen.
So. Aber ich muss sagen, der neue Rechner, beziehungsweise die neuen Teile davon, haben schon Vorteil. Also es läuft schon alles sehr, sehr flüssiger als sonst. Sehr, sehr besser. Habe ich gestern gemerkt bei einem Spiel, das ich gespielt habe, wo ich sonst auf der Stufe normal oder beziehungsweise Mini spielen musste, also Minimum an Grafik, kann ich jetzt auf normal bis gut spielen, ohne Ruckler. Und ja, das ist schon sehr, sieht sehr viel besser aus und macht auch sehr viel mehr Spaß. Ja, ich hoffe, ich werde die weiteren Minecraft-Folgen mit Ton aufnehmen können. Allerdings kann ich jetzt schon sagen, dass die, ich glaube, 5 Folgen sind, das habe ich aufgenommen, bei denen mein Mikrofon gemutet war, beziehungsweise 4 Folgen. Das ist jetzt die erste, das heißt, es kommen noch 4 oder 3 weitere Folgen, wo ich nachtonen muss. Aber ich denke, das kriege ich hin und ja, wie gesagt, also ich baue hier in den ersten Folgen baue ich eh das Haus, also die Folgen, die ich nachvertonen müsste, rein theoretisch, sind eh der Hausbau. So wie hier zum Beispiel, da setze ich jetzt wieder eine der Kellerwände, der Außenwände. Und dann werde ich mich nachher nach oben graben, soweit ich mich da erinnere. Und ja. Ja, dank der letzten Aktivitäten auf meinem Kanal habe ich bisher 21 Abonnenten. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei allen Abonnenten meines Kanals bedanken. Ich werde demnächst noch eine DayZ-Folge hochladen. Morgen oder ja, also in den nächsten Tagen auf jeden Fall. Wo ich mich auch nochmal in einer DayZ-Folge für die 21 Abonnenten bedanken werde. Nicht nur hier in der Minecraft-Folge. Ich hoffe, dass es weiterhin so gut läuft. Bin mit den 21 Abonnenten momentan auch sehr zufrieden. Und ja, hoffe einfach, dass ihr Spaß an meinen Videos habt. Sollte euch mal was nicht gefallen, genau hier fange ich jetzt an, die Treppen zu bauen. Oh, da habe ich einen Fehler gemacht. Der Stein da oben ist zu weit rübergerutscht. So. Solltet ihr mal unzufrieden sein mit einem Video oder was auch immer, schreibt es einfach in die Kommentare, dann werde ich es verändern. Und ja, ihr könnt mir, wie gesagt, mich alles fragen, mir eure Wünsche sagen, was ihr gerne für Spiele sehen würdet. Und ja, das habe ich auch schon mal gesagt, deswegen, ich wiederhole es einfach nur nochmal. Für Leute, die jetzt neu dabei sind, beziehungsweise das Video das erste Mal sehen. Also wenn ihr wollt, schickt mir eure Wünsche, was für Videos ich machen soll, über was für Themen ich berichten soll. Wie gesagt, mein Kanal beinhaltet ja nicht nur Let's Plays, sondern auch das Thema LARP. Das heißt Live Action Roleplay. Und ja. Und auch DVD-Kino und so Vorstellungen, die neu rauskommen, werde ich jetzt die Tage auch mal eins zu machen. Und ja, so, jetzt haben wir hier unsere Werkbank gerade abgebaut. Die werde ich jetzt anderweitig platzieren. Und den Ofen haben wir auch abgebaut. Genau, der wird auch anderweitig platziert. Also, die Werkbank kommt in den Keller da hinten in die Ecke. Der Ofen kommt in die andere Ecke. Genau, so kann man das lassen. So, da haben wir schon rechts und links jeweils eine dreistufige Treppe gebaut. Eine Stufe breit, aber man weiß ja, wie das ist. Deswegen wird die Stufe jetzt auf 2 Stufen breit erhöht. Dann haben wir in der Mitte einen Durchgang. Genau. Und jetzt werden wir uns nach oben hin weiterbauen. So, da müssen wir jetzt oben die Erde abbauen. Genau. Das und das. Ob ich den Eingang da hinten so lasse, wie er momentan ist, weiß ich noch nicht. Aber ich kümmere mich erstmal um den Hochbau der ganzen Geschichte. Vielleicht ändere ich nachher in einigen Folgen auch die Treppen und mache einfach nur Holzleitern, die hochklettern und hoch, weil diese Leiter, diese Bauweise an Treppen verbraucht doch schon ganz schön viel Platz. Oh, da ist meine
Steinspitzhacke kaputt gegangen, aber ich habe ja zum Glück zwei neue gebaut. Von daher halb so wild. So, das wird abgetragen. Ja, nächstes Jahr, dieses Jahr Gamescom werde ich auch am Start sein, beziehungsweise werde ich wieder am Start sein. Ich bin die letzten Jahre immer auf der Gamescom gewesen. Allerdings hatte ich bis letztes Jahr Gamescom, wie man in dem Kanal Datum sieht, wann er erschaffen wurde, noch keinen YouTube-Account, beziehungsweise keinen eigenen YouTube-Channel, habe mir dann vor Beginn der letzten Gamescom gedacht, ich werde einen YouTube-Kanal starten und werde da von der Gamescom berichten. Hab dann auch von der Gamescom berichtet, allerdings sehr, sehr schlecht, denn da meine Kamera, die ich noch habe, ist eine etwas ältere Digitalkamera, mit der ich nur Videos im, glaube ich, 4:3 Format machen kann. Und ja, hat auch nicht wirklich gute Grafik. Also das Video gibt es zwar und es ist auch, glaube ich, ein Teil davon auf YouTube gelandet unter alten Videos. Oh, da bin ich gerade runtergefallen. Das ist natürlich sehr uncool. Aber es hat mir nur ein halbes Herz abgezogen. Das ist schon wieder da, denn ich bin ja voll mit Nahrung. Also habe gut gegessen. So, jetzt erstmal wieder ins Tageslicht graben. Oh, es ist hell. Sehr schön. Dann gehen wir doch da mal raus. So, da ist der Eingang. Genau, diesen Eingang meinte ich, den werde ich vielleicht nach Belieben ändern, denn das Haus geht nach links rüber. Hier seht ihr schon die Außenmauer, die ich da gerade hochziehe. Genau, so, so und so. Dann gehen wir jetzt mal nach unten und bauen das Ganze hier weiter aus. Ja, also wie gesagt, ich werde dieses Jahr auch auf der Gamescom sein. Und ich werde auf jeden Fall ein T-Shirt tragen, beziehungsweise einen oder Pullover tragen mit meinem Kanal-Logo drauf. Sollte jemand der Abonnenten auf der Gamescom sein und mich anhand dieses Kanal-T-Shirts-Logos oder Pullover, auf jeden Fall wird man dieses mein Kanal-Logo, was ihr seht, auf dem T-Shirt oder dem Pullover erkennen. Sprecht mich einfach an und wenn ihr mir dann euren YouTube-Namen, also ich werde bis zu Gamescom mir die YouTube-Namen, die Abonnenten aufschreiben und die ersten, ich sag mal mindestens 10, 15 Leute, vielleicht auch 20, also bis jetzt habe ich 21 Abonnenten, ich sage mal, die ersten 20 Leute, die mich auf der Gamescom ansprechen, erhalten und mir sagen können, dass mir ihren Namen sagen, der Abonnentenzahl, also es müssen nicht die ersten 20 sein, wenn ich bis zur Gamescom 40 Abonnenten habe und 20 der Abonnenten sind nur auf der Gamescom oder 10 Abonnenten sind nur auf der Gamescom und mich sprechen 10 davon an, dann habe ich natürlich für jeden eins, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe 40 Abonnenten bis zur Gamescom oder 50 Abonnenten oder 60, ist auch egal wie viele, und mich sprechen 25 Leute an, kriegen die ersten 20, die mich angesprochen haben, mir ihren YouTube-Namen gesagt haben oder ihren, oder mir gesagt haben, ich denke mir vielleicht noch ein Codewort aus oder ein Satz, den man mir dann sagen muss, das weiß ich aber noch nicht, wie das Ganze ablaufen soll, und wenn man mir dann dementsprechend das sagt, bekommt derjenige von mir ein T-Shirt. Ich glaube, es werden T-Shirts werden. Also ich denke, es werden T-Shirts mit einem Kanal-Logo drauf. Und also mit meinem Kanal-Logo drauf. Und ja, das bekommt er dann geschenkt. Und ja. Aber wie genau das Ganze vonstatten geht, werde ich noch vor der Gamescom rechtzeitig bekannt geben. Nur schon mal als kleine Randinfo, das habe ich mir so überlegt, weil 20 Abonnenten finde ich, wie gesagt, freut mich sehr, 21 Abonnenten freut mich sehr und deswegen habe ich mir diese Aktion ausgedacht und die Zahl 20, wie gesagt, ich weiß nicht, ob jeder Abonnent, der bei YouTube mich abonniert hat, auf der Gamescom sein kann, ob davon nicht einige Leute auch nicht in Deutschland wohnen, sondern irgendwo anders wohnen, aber wenn irgendeiner meiner Abonnenten auf der Gamescom ist und mir das Wort oder den Satz sagt, den ich noch bekannt geben werde oder mir ausdenken werde, bekommt er ein T-Shirt
mit diesem Kanallogo, was ihr seht, drauf und dem Zusatz Community. Und ja, wie gesagt, also 20 T-Shirts werde ich mitnehmen zur Gamescom, plus die Sachen, die ich anhabe, wo das Logo drauf sind. Und die ersten 20 Leute, die mich ansprechen, bekommen so ein T-Shirt. Ja, das war die zweite Folge von Minecraft. Und am Ende natürlich ein kleines Infovideo. Ich hoffe, es hat euch trotz der Nachsynchronisierung gefallen. Und dann sage ich einfach mal, bis zur dritten Folge. Servus, euer Biber.